Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 Beer Goalkeeper mit dem Sonntagspart deshalb, weil es ab heute jeden Mittwoch, also ab heute, ab diese Woche jeden Mittwoch auch ein Part gibt. Das heißt zweimal Beer Goalkeeper nur für euch auf meinem Channel, weil ihr es so verlangt habt und ich bin ja euer Sklave. Ja, euer dreckiger Sklave. Arsenal London gegen Borussia Dortmund. Wir in den gelben Trikots, die Gegner in den traditionellen weiß-roten Trikots. Wird sicher interessant, ist auch eine große Mannschaft. 9 gegen 11, wir sind sogar 11. Ach du Scheiße, das hatte ich lang nicht mehr. Jetzt spielen wir noch Weidenfeller im Tor. Der kann noch parieren und kann auch den Nachschuss von meinem eigenen Spieler noch halten. Und jetzt geht's los. Arsenal London gegen Borussia Dortmund mit Schlager im Tor. Ja, ich hatte vorher eine Aufnahme, da hatte ich echt Glanzparaden, eine Bewertung von 9.0. Ich hoffe, es ist noch sowas dabei. Schauen wir mal, der Gegner hat auf jeden Fall auch einen echten Tormann. Mit den langen Hosen, ich finde, die absolut scheiße aussehen. Dann auch noch die blauen Haare, mag ich überhaupt nicht, aber jeden der seine. Ich finde, man sollte sich einen Spieler machen, der zu einem selber passt, der vielleicht einem sogar ähnelt, damit man sich identifizieren kann. Das finde ich eben, ist das Coole an dem Spiel, also bei Beer Pro. Auch früher bei FIFA 08, da habe ich mit meinem besten Freund immer sowas gesuchtet, da haben wir zusammen eine Karriere bei einem Club angefangen. Das war übelst geil damals. Da haben wir dann Spieler gemacht und jeder hat seinen eigenen Spieler. Da konnte man auch so, ja, wenn du 10 Tore geschossen hast, dann hast du das und das freigeschalten. Das ging da auch schon, ja. Nur der Online-Modus fehlte halt auf der PS2. Oder jedenfalls, wir hatten keinen Internetanschluss. Und jetzt kommt der erste Angriff. Jetzt gibt's eine Möglichkeit für Arsenal. Oh, da wollte er einen Rückpass machen und ich war schon in der Rückbewegung nach rechts. Hui. Und der wollte sich aufs lange Eck ziehen, so wie der rein. Oder einen Elfer schinden. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube eher, dass er aufs lange Eck wollte. Elfer schinden ist ja immer eine grobe, ein grober Vorwurf, wenn ich das sage. Aber für mich ist jeder ein Elferschinder, sobald er im 16er herumtrickst. So eine Tormann-Eigenart. So, und machen... Ah, gerade nicht. Der passt da. Deswegen mache ich da immer die Kreisbewegung, weil da immer so ein Pass rauskommen kann. Den wollte er ins linke Kreuzig reinbumsen. Bekommt ein Verteidiger von uns. Schön gelöst, schön angedeutet, dass er nochmal zu mir passen will. Und jetzt der Gegenangriff auf der anderen Seite. Mit der Nummer 7, Rastafari, schießt doch! Und da hat ihn der Tormann, bei Rao. Hurra, der Pumuckl mit dem blauen Haar, hurra. Jetzt flankt er rein, oder er passt rein. Ah, da steht unsere Verteidigung wieder sicher. Ich glaube, der war schon am Abziehen, bevor er noch reingegrätscht ist sogar. Von Weitem braucht ihr es gar nicht probieren bei dem. Das ist ein echter Tormann und der dürfte gar nicht so schlecht sein, glaube ich. Ach, oder er ist ein totaler Ego und völlig überbewertet. Ich will nicht nach vorne in die Ecke. Das mache ich nur ab der 80. wenn wir hinten sind. Boah. Tolle Faustabwehr. Applaus, oder? Das hat ein Applaus verdient. Was? What the hell? Hat den verfehlt? Deshalb ist er so komisch gekommen. Ja? Das sind immer gefährliche Typen, dass die dann doch aufs andere Eck schießen. Genauso wie der gerannt ist, nur in die andere Richtung dann schießen. Da gebe ich euch Tipps, ihr Stürmer da. Damit ihr mich besiegen könnt. Ja, so kann es den Titan. Ja, was habe ich denn früher für Handschuhe getragen? Am liebsten hatte ich damals die Ulsport, nämlich den Innenart.
Oh, und da hatte ich ihn noch. Ich hatte ihn sogar noch. Ha! Da dachte er, der ist fix drin, ne? Erstens, ich hatte ihn, zweitens, es war abseits. Aber zurück zu den Handschuhen. Ich hatte entweder Innennahthandschuhe oder Rolltfingerhandschuhe. Das heißt, Rolltfinger, naja, die Tormen unter uns kennen den. Ja, ich will ihn nicht näher erklären, ist schwierig. Googelt Rolltfinger-Handschuh und Innennahthandschuh, da seht ihr das dann. Meistens von Ulsport. Ich hatte aber auch schon den Nike Confidence, der war übelst geil. Der hatte echt 7 mm Schaumstoff, glaube ich. Da hat er schön gedämpft und hatte die Finger schon so in der Fangform. Also, dass man schon sie so leicht angeknickt hatte. Das war echt geil und zum Fausten von Bällen war der optimal. Also nur der Preis von 110 Euro war dann doch ein wenig happig. Den hatte ich einmal, dafür auch lange. Ich glaube eine halbe Saison hatte ich den, weil der eben so einen guten Schaumstoff hatte, so ein gutes Latex oben und auch so dick, dass der ewig lange gehalten hatte. Zum Training hatte ich sowieso eher die billigeren um 30 Euro und ansonsten hatte ich nach dem Nike und vor dem Nike hatte ich immer diese Ulsport Rolltfinger meist, die Aquasoft, weil die waren auch so gut, nicht nur im Nassen, und die haben dann halt, weiß ich nicht, 50 Euro gekostet. Bei keepersport.at natürlich habe ich da immer einen Mengenrabatt genutzt, da kommt man dann immer billiger weg. Als Schuhe hatte ich die Ulsport Torkralle, also am Ende dann, und anfangs immer den Adidas World Cup und auch einmal den Nike T90, den hatte ich auch mal. Aber Adidas World Cup war so der Standardschuh, den Nike T90 hatte ich dann nur, weil es den mal für minus 60% oder so im Abverkauf gab, weil es der Nike Shop zugemacht hatte. Da ist mir dann aber der Schnürsenkel von der Seite gerissen, da konnte ich ihn nicht mehr richtig zumachen und das hat dann doch wenig gestört, wenn ich immer so locker in den Latschen stand. Und ja, dann die Ulsport Torkralle, die war auch geil, da hat man, war die Ferse ein bisschen erhöht, dass man sich schon automatisch ein wenig nach vorne lehnt, das ist ja das A und O bei Tormännern, immer in Vorderlage sein, nie zu viel in der Rücklage, weil der Weg zum Ball dann viel zu lange wird, also viel zu lange, aber zu lange, und die Kleinigkeiten machen sie eben aus, so ist das eben. Und wieder abseits. Eindeutig, die rennen so oft ins Abseits rein. Marken, die ich eigentlich so mochte, aber nie hatte, waren Sells-Handschuhe und auch Reusch waren einfach immer so übelst extrem übertrieben teuer und Ulsport waren einfach die Besten. Die waren echt die Besten da, auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis und absolut eine sympathische Marke, muss man einfach sagen. Meine Rückennummer war immer die 28 aus dem Grund, weil mein Lieblingstormann Simon Manzoni, der leider nicht mehr spielt, schon lange nicht mehr, im jungen Alter aufgehört hat, mit 26 oder 25 hat der aufgehört. Und ja, der hatte auch die 28, der hat beim SV Grödig gespielt in der österreichischen zweiten Liga, dann bei Trenkwalder Admira Mödling, die jetzt in der ersten österreichischen Liga spielen. Und da hat er dann auch aufgehört, leider. Von ihm habe ich auch mal Handschuhe bekommen. Keepersport Eigenproduktion. Oh, da wollte er aufs Kurze. Was? Okay. Das war eine richtige Entscheidung. Elfmeter. Und da habe ich ihn rausgefischt. Ja, so kann das weitergehen wieder mal. Oh yeah. Das ist eben der Titan im Tor, Patrick Schlager. Wo waren wir bei Simon Manzoni? Genau, die Keepersport Eigenproduktion habe ich da bekommen. Auch tolle Firma. Die habe ich dann immer im Training verwendet. Am Anfang wollte ich die gar nicht verwenden, aber dann dachte ich,
Ich kann die ja auch da verwenden und dann dreckig reintun, weil Autogramm war da keins oben. Und ich habe mir früher auch die Tormann-Handschuhe gesammelt, habe sie auch immer noch zu Hause, verkaufen werde ich dies sicher nicht dazu, das wäre zu eine große Verarsche, wenn sie die mir geben. Und der war unmöglich zu halten. Das ging zu schnell leider. Anton, der Anton aus Tirol. Da sind leider zu viele freigestanden. Das tut mir leid fürs Team, aber es war auch schlecht verteidigt. Da war keiner hinten. Und was? Eine 6,5 Bewertung. Ich habe jetzt alles gehalten, was mir geht. Und jetzt bekomme ich eine 5,5 Bewertung. Mach doch mal das Tor. Da geht sogar noch ins Out. Das gibt's doch nicht. Oh, meine Güte. Meine Güte. Ja, ihr könnt natürlich entscheiden, war ich schuld oder nicht. Diesmal sage ich, habe ich echt absolut keine Schuld. Erstens, boah. War es abseits? Nee, war nicht abseits. Weil es waren drei Spieler auf der Seite frei. Ich konnte nicht direkt ganz durch die Richtung laufen, bin ich eigentlich sogar. Aber er hat es dann trotzdem reingewummert. Auch aus kurzer Distanz natürlich. Sorry, ich wollte die... Ah, bekommst sogar. Ja, wo war ich eigentlich vorher stehen geblieben? Ja, was so noch mein Lieblingstormann war, war Edwin van der Sar. Wie ich finde, einer der besten Goalies aller Zeiten. Auch ein sympathischer Kerl, aber der hatte nie eine Down-Phase, nie eine schlechte Phase eigentlich. Das war einfach beeindruckend bei ihm, was für eine Ausstrahlung er hatte, wie sicher er alle hatte. Ich erinnere mich nur jetzt mal ganz spontan dann an seinen letzten großen Auftritt bei der WM 2010, Holland gegen Brasilien, als Kaká geschossen hat. Der wäre so genau ins Kreuzig gegangen, der wäre einfach nur reingegangen und er fischt ihn raus. Gib mal bei YouTube ein Edwin van der Sar Save against Kaká oder against Brazil 2010 oder so. Da kommen dann ein Haufen Videos wieder abseits. Und da seht ihr dann diese unglaubliche Parade. Einfach ein genialer Tormann, ich finde. Früher habe ich auch Fabien Barthez vergöttert, der ja leider auch schon lange nicht mehr spielt. Der nach der WM 2006 aufgehört hat, nachdem Frankreich gegen Italien verloren hat, nach dem legendären Head Smash von Zinedine Zidane, mein fast eigentlich damals mein Lieblingsfeldspieler neben Arjen Robben. Ja, Robben war schon 2006 mein Lieblingsspieler und auch schon davor, das, wo er bei Groningen gespielt hat, von Groningen dann zum Chelsea gewechselt, von Chelsea dann zu Real und von Real dann schlussendlich gegen zu Bayern. Ich weiß nicht, warum ihr ihn so, oder ihr habt ja gar nicht gesagt, er wird viel zu unterbewertet, wie ich finde. Der ist einfach gut. Er macht zwar immer dasselbe, innen rein, dann, okay, Konzentration, innen rein und dann aufs lange Eck zielen, aber das ist halt gut und du musst ihn mal vom Ball wegkriegen. Das müsste er erstmal schaffen. Und schnell ist er für sein Alter immer noch. Nur das Problem ist die Verletzungen. Die hat er auch schon 2004. Nee, man hat 2006 hat das eigentlich mit den Verletzungen angefangen, dass da die vielen kamen. Bei Chelsea nämlich. Da wurde er dann eigentlich schon ausgemustert, nicht direkt. Aber er hat halt dann lange gebraucht, bis er zurückkommt und dann hat ihn Real dann eben gekauft. Und das hat dann funktioniert. Bei Real ist er dann echt gut zu Zug gekommen eigentlich. Hat auch schöne Tore geschossen.
sein erstes Tor gleich im zweiten Spiel, glaube ich. Und da hat er sich gefreut, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie ihm da ein Stein vom Herzen gefallen ist. Ah, da haben auch überhaupt viele Holländer gespielt. So, kommst du ran? Ah, schade, ich dachte, ich erwische den links außen. Aber der hat da auch schöne Tore geschossen. Was wollen die immer gegen einen echten Tormann aus der Distanz eigentlich? Sorry. Ah, tut mir leid. Es wäre ein Irrtum, wenn der FC Arsenal diesen knappen Vorsprung als eine Art Ruhekissen begreift. Und jetzt die Chance zu einem wichtigen Konter. Jetzt dreht er sich gleich um, ja. Jetzt will er aufs lange Ziel. Ah, den hätte ich auch wieder sicher gehabt. Ich dachte schon, der schießt und flankt mich. Boah, das ist eng. Das ist eine ganz enge Geschichte. Das ist eine Zentimeter. Irgendwie kommen meine Bälle nicht an. Meine Pässe kommen gar nicht mehr an. Und die laufen konstant durchs Abseits durch. Mein Lieblingsclub ist übrigens 1860 München. Ach, ich liebe diesen Club. Er ist einfach geil. Aber sie schaffen es einfach nicht mehr aufzusteigen. Sie sind immer so ein... Ja, so knapp dran, aber nie, dass sie es dann wirklich anpacken und dann die letzte Konsequenz fehlt eben immer, damit sie es nach ganz oben schaffen. Ich finde, gewinnen mal, dann verlieren sie wieder mal, dann kommen wieder 3-4 Unentschieden und das macht es halt dann aus. Jetzt sind sie knapp dran wieder zum Beispiel. Ich hoffe natürlich, ich hoffe, 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 aber ich bezweifle es eben. Warum? Jetzt bekommen wir auch eine rote auch noch dazu. Für was denn? Oh ja, aber berechtigt. Sowas von berechtigt. Der wäre aufs rechte Eck gegangen. Und wieder abseits. Es wird schon zur Gewohnheit bei denen. Ja, jetzt ist Spiel aus. Das Spiel ist aus. Ein Traumpass. Ja, und im Defensivverhalten nach wie vor aufmerksam. In der Rückwärtsbewegung. Arsenal bekommt noch den Angriff. Da ist ein Spieler am Boden, könnte sein, dass er sich gezerrt hat. Vielleicht bekommen wir einen Ball noch vorne. Nein, leider nicht. Es wurde leider eine 1:0 Niederlage. Ich habe viel geredet. Vielleicht habe ich euch zu viel zugemutet von mir. Ich bin jedenfalls Spieler des Tages geworden. Schauen wir mal, wie es mit den Leistungen aussieht. 7 Spiele noch, dann bekomme ich Abschlag. 12 Spiele noch für die Reflexe. Die 2 kommen bald, die 3 kommen bald. Ein Elfer wäre natürlich noch nice. Das wird noch lange dauern. Ich weiß nicht mal, ob ich das überhaupt schaffe, bis FIFA 14 rauskommt. Ich bezweifle es. Es wird schwierig. Aber auf jeden Fall, ich sag wie immer, danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns mittwochs wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Patian LP.